Wenn es um das Thema Treiber geht, gibt es ja viele, viele gut gemeinte Tipps. Viele davon werden jedoch komplett falsch interpretiert von den Golfern. Und in diesem Video möchte ich einige Missverständnisse aufklären. Also bleibt dran, wir starten jetzt. So, hier sind ein paar gut gemeinte Tipps, die ich heute mit euch besprechen möchte und klarstellen möchte, wie das wirklich ist. Der erste gut gemeinte Tipp, den man immer wieder hört, ist, dass der Ball weit links am vorderen Fuß sein soll und hoch aufgetiet. Der zweite gut gemeinte Tipp, den man immer wieder hört, ist, dass man die Wirbelsäule nach rechts neigen soll, damit man den Ball ja schön in der Aufwärtsbewegung trifft. Der dritte Tipp, den man immer wieder hört, ist, dass man sich wirklich schön hinter dem Ball drehen soll. Der vierte gut gemeinte Tipp, den man immer wieder hört, ist, dass man immer schön hinterm Ball bleiben soll im Abschwung mit dem Körper. Und der fünfte gut gemeinte Tipp ist, dass man oben mit dem Schläger eine Pause machen soll, bevor man abschwingt. Gleich vorweg, keiner von denen ist so richtig, richtig falsch, aber auch nicht so richtig, richtig, richtig. Und wie gesagt, wir gehen das jetzt genau durch. Falls du übrigens noch nicht Abonnent von meinem Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du unten den Kanal abonnierst. Ich bringe regelmäßig abstehende Videos zum Thema Golf und wie du besser Golf spielen kannst daraus und bitte dich auch die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Zum Thema Auftehen. Ja, es ist richtig, der Ball gehört eher zum vorderen Fuß und es schadet auch nicht, ihn etwas höher aufzuziehen. Jedoch möchte ich schon ein bisschen definieren, wo der Ball liegen soll. Weil was ich dann in der Praxis dann oft sehe, ist, dass die Amateurgolfer den Ball dann so weit nach links legen, dass er schon außerhalb der Füße auf der anderen Seite ist. Und das Problem, was dann passiert ist, ist, dass sie dann beginnen, den Oberkörper nach links zu neigen, dass sie die Schultern dadurch öffnen, dass sie nach links zeigen und dadurch eine komplett ungünstige Startposition bekommen. Wohin gehört der Ball wirklich? Nun, ich bin ein Fan von der Ballposition, die gegenüber von der linken Achselhöhle ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, möchte ich, dass mein Ball ziemlich genau gegenüber der linken Achselhöhle ist. Wenn man nicht zu breit steht, dann könnte man auch sagen, es ist genau gegenüber vom linken Innenrist des Fußes. Aber alles, was weiter rechts ist, macht Probleme mit dem Eintreffwinkel. Eben, man möchte den Ball ja eher in der Aufwärtsbewegung treffen oder zumindest neutral und nicht zu viel abwärts. Wenn der Ball eben zu weit rechts liegt, kriegt man da große Probleme. Aber eine Sache, die ich eben immer wieder sehe, ist, dass dann der Ball immer weiter links, immer weiter links, immer weiter links, immer weiter links liegt. Und das macht dann allalong Probleme. So, nun zum zweiten Tipp, den man immer wieder hört, der nicht ganz falsch ist. Man soll doch im Setup die Wirbelsäule nach rechts neigen, damit man den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft. Gut, erstens einmal, das ist nicht falsch. Ich habe noch nie einen guten Golfer gesehen, der seine Wirbelsäule nach links geneigt hat. Jedoch ist es so, dass das von vielen Hobbygolfern exzessiv übertrieben wird. Das ist doch etwas, was man sofort lernt, wenn man ja die Platzreife macht oder Turnierreife macht. Da lernt man, sobald man erst einmal den Driver in die Hand nimmt, dass man sich nach rechts wegneigen muss. Und wenn der Ball dann nicht ordentlich fliegt, beginnt man das immer mehr, 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 mehr und mehr zu machen. Und im Endeffekt steht man so stark nach rechts geneigt, dass man ja, sie erstens mal nicht mehr ordentlich drehen kann. Und zwar mit drehen meine ich nicht irgendwie drehen kann, sondern drehen, dass es einen biomechanischen Sinn macht, dass man auch wirklich Energie übertragen kann. Und es ist nur so, wenn der Oberkörper ganz stark nach rechts geneigt ist, habe ich auch sehr viel Druck am rechten Fuß und ich bekomme im Aufschwung Riesenprobleme, meine Wirbelsäule zwischen meinen Füßen zu haben. Und deswegen reicht es wirklich für die meisten Golfer, dass sie versuchen, sich gerade hinzustellen, denn wenn die rechte Hand unter der linken Hand ist, bekommt man meistens genug Seitneigung. Was ich haben möchte ist, wenn ich jetzt hier stehe, dass mein Becken relativ neutral steht. Man sieht bei den Besten der Welt, dass sie das Becken meistens so zwischen 2 Grad links hoch bis 2 Grad links tief haben, also relativ bei Null herum. Man sieht aber, dass ihr Oberkörper bei den Besten der Welt meistens nur 10 bis 20 Grad nach rechts geneigt ist. Und das ist wirklich nicht viel, das ist ungefähr so viel und eben nicht so viel.
Wie gesagt, es macht große Probleme, wenn man die Wirbelsäule zu weit nach rechts geneigt hat. Und das Problem ist ja, dass sich der Körper und die Wirbelsäule sich ja während des Schwunges ja komplett noch einmal verändert. Und wenn man eben so übertrieben dasteht, dann tut man sich nichts Gutes. Also, ich empfehle dir, stell dich bitte neutral hin. Nimm dein normales Setup ein, die rechte Hand unter der linken und dann gehst du einfach hinunter. Und dann kannst du vielleicht ein kleines Stück, vielleicht so gefühlt 1, 2, 3 cm noch nach rechts gehen mit dem Oberkörper. Aber bitte nicht mehr. Meistens hast du dann bereits schon 20 Grad erreicht und wie gesagt, mehr als 20 Grad willst du nicht haben. So, jetzt kommt für mich der am ersten nichtssagende Tipp. Und zwar, man soll den Körper hinter den Ball drehen. Hast du auch schon sicher gehört. Jetzt überlege mal, wenn der Ball so weit links liegen soll, wie schwer ist es eigentlich, den Körper nicht hinter den Ball zu drehen? Da müsst ihr eigentlich schon fast so schwingen. Also ich komme eigentlich gar nicht mit dem Körper so weit nach links, dass ich nicht hinter den Ball drehe. Also das ist eine komplette Nichtsaussage für mich. Was diese Aussage jedoch, glaube ich, bei vielen Hobbygolfern triggert, also was sie motiviert, ist, dass sie dann beginnen, exzessiv den Oberkörper noch mehr nach rechts zu swayen, sagt man, also seitlich nach rechts zu verschieben. Was dadurch passiert, ist Folgendes, und zwar, dass die Schultern sich beginnen flach zu drehen und auch das Becken beginnt sich flach zu drehen und man bekommt einen exzessiven Sway. Man steht dann quasi so da, so weit weg vom Ball, dass man dann einen riesen Weg zurück hat und dann wird es wirklich schwierig von der Koordination den Ball sauber zu treffen. Wenn wir von hinterm Ball drehen sprechen, glaube ich, können wir nur von dem Oberkörper sprechen, und zwar das Zentrum des Oberkörpers, ein Punkt hier beim Brustbein Richtung Schulterblätter in der Mitte des Oberkörpers, wenn man sich das so vorstellen kann, im Körper drinnen. Und dieser Punkt sollte im Aufschwung nicht nach links gehen, das macht absolut Sinn, das macht kein guter Spieler. Aber er soll auch nicht exzessiv nach rechts gehen, dieser Punkt im Körper. Das heißt, man sieht bei den Besten der Welt, hier kannst du dann auch noch einen Graphen sehen hier, wo von einem PGA-Tour-Spieler, der das sehr gut macht, da siehst du, dass er seinen Oberkörper wirklich nur 3, 4, 5 cm im Aufschwung nach rechts bewegt und dann sogar im obersten Todpunkt, dort wo er die Richtung wechselt, bereits mit dem Körper links ist, also auch mit dem Oberkörper bereits links ist. Also es gibt sogar bei den Besten der Welt niemanden, der den Oberkörper exzessiv weit rechts hat. Noch einmal, der Hauptgrund, warum das nicht funktioniert, ist es deswegen, weil erstens man bekommt ein Abstandsproblem, weil man so weit rechts ist. Und das auch das sehr, sehr große Übel, das zweite Übel ist, dass man keine Seitenneigungen hat. Das heißt, ihr Oberkörper dreht eigentlich immer noch zu flach und was du ja haben möchtest in einem guten Golfschwung ist, dass die linke Schulter runter geht, also runter, hier runter zeigt und auch die linke Hüfte runter zeigt. Zu dem Thema Aufdrehen im Golfschwung habe ich euch bereits ein Video gemacht. Hier oben kannst du noch einmal dieses Video ansehen. Also, was sollst du es tun? Ich glaube, du bist gut beraten, wenn du versuchst, nachdem du den Ball in einer guten Position hast, dass du versuchst, mehr oder weniger den Kopf, mehr oder weniger, sage ich, in der Mitte zu lassen hier, also auf derselben Stelle. Er kann sich schon ein bisschen nach rechts bewegen, aber mehr oder weniger bleibt der Kopf in der Mitte zwischen deinen Füßen. Und das ist bereits für mich ein hinter dem Ball drehen. Und der nächste Tipp, man soll hinter dem Ball bleiben beim Abschwung, damit man ja aufwärts trifft. Stopp, stopp, stopp. Also jetzt wird es wirklich zu simpel. Das heißt, es wird gesagt, man soll also erstmal hinter dem Ball drehen und dann schön da hinten bleiben. Gut, das ist keine sehr, sehr gute Art, einen Driver zu schlagen. Man wird zu Kreuzschmerzen führen und auch zu keinen konstanten Ergebnissen. Hier ist die Wahrheit. Der Golfer, der Profigolfer, bewegt, wie gesagt, im Aufschwung seinen Oberkörper leicht nach rechts oder bleibt mehr oder weniger dort. Und dann, wenn er bereits kurz bevor er oben ist, geht ihr das Becken
unter Oberkörper bereits Richtung Ziel. Das heißt, wenn ich hier oben bin, ist eigentlich schon, wenn der Schläger hier oben ist, ist der Körper schon bereits weiter links als im Setup. Was passiert ist jetzt noch, dass ungefähr der Unterkörper und der Oberkörper noch ca. 15 cm ungefähr nach links gemeinsam gehen, bis die Hände ca. hier sind. Ich habe einen Graphen eingeblendet, da kannst du das noch einmal sehen. Hier sieht man, dass dann der Spieler mit dem Oberkörper nach links geht, als auch mit dem Becken. Und erst wenn man ungefähr hier ist, in der Phase hier ist, jetzt beginnt erst der Oberkörper nach hinten zurückzuziehen, während das Becken mehr oder weniger dort bleibt oder sogar noch weiter nach links geht. Das kannst du hier auch am Graphen schön erkennen, wie jetzt der grüne Graph wieder retour geht. Und dieser Spieler erreicht nicht einmal die Ausgangsstellung, also den Nullpunkt, wo er am Anfang war. Das heißt, das ist sogar ein Spieler, der nicht einmal den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft. Es gibt dann noch viele Spieler, die dann tatsächlich dann noch unter die Nulllinie fallen. Und das ist das, was dann passiert, wenn man aufwärts schlägt. Du solltest verstehen, dass man mit dem Oberkörper nicht deswegen hinter dem Ball ist im Treffmoment, weil man dauernd hinten bleibt, sondern weil man, wenn man hier im Abschwung ist und eigentlich der Körper schon am linken, über den linken Fuß drüber ist, der Druck am linken Fuß ist, durch die Bodenkräfte, wenn man sich jetzt vom Boden zurückdrücken lässt, da lässt man den Oberkörper automatisch, passiert das fast, nach hinten fallen und durch die Intention natürlich auch den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen, wird das da unterstützt. Und das ist da genau der richtige Weg, wie man das macht. So, und jetzt gibt es ein ganz spannendes Thema. Soll man oben eine Pause machen mit dem Schläger, bevor man anfängt? Es gibt ja zum Beispiel einen japanischen Spieler auf der US-Tour, der sehr langsam aufschwingt und tatsächlich oben eine sehr lange Pause macht, bevor er abschwingt. Und dann gibt es wieder Spieler, die wahnsinnig schnell auf- und abschwingen. Aber was ist jetzt richtig? Nun, es ist so. Es erscheint wirklich bei einigen Spielern so, als ob oben der Schläger ruhig steht und als ob sie warten würden, bis sie abschwingen. Jedoch, wenn du dich schon bereits mit der Gewichtsverteilung oder Gewichtsverlagerung beschäftigt hast. Hier oben habe ich übrigens ein ganz interessantes Video, das du dir anschauen kannst über dieses Thema. Dann weiß man, dass man eigentlich schon den Druck nach links verlagert, wenn der Schläger im Aufschwung circa ja, hier ungefähr ist. Hier geht man schon eigentlich nach links. Und das ist bereits eigentlich die Einleitung vom Abschwung. Der Schläger geht in der Phase noch retour und hat noch ein wenig Energie. Und das heißt, wenn er jetzt quasi nicht gestoppt werden würde, würde er die ganze Zeit immer weiter gehen. Aber weil ich ja bereits jetzt schon nach links unterwegs bin und Kraft aufbaue, stoppt der Schläger irgendwann einmal. Und jetzt beginnt dann in der nächsten Phase der Schläger in diese Richtung zu schwingen. Das heißt, ich ziehe nicht sofort hinunter mit den Händen, sondern die Hände gehen erst einmal weg vom Ziel. Und es ist dann so, wie beim Seilziehen, wenn ich mit jemandem Seil ziehe, der zum Beispiel ungefähr gleich stark ist wie ich und er ist am anderen Ende und ich bin hier und wir ziehen beide mit der gleichen Kraft, ist zwar wahnsinnig viel Kraft im Spiel, aber man sieht das Seil sich nicht bewegen. Ich kann dir somit nur einen richtig, richtig guten Tipp geben und der ist, bitte versuch oben keine Pause zu machen. In dem Moment, wo du versuchst, um eine Pause zu machen, verspreche ich dir, ist alles, was du an Energie aufgebaut hast, mit einem Schnipp weg. Auch dieser japanische Spieler, von dem ich vorher sprach, der bewegt sich in dieser Phase. Der Körper macht schon was. Die Hände machen schon etwas. Er bleibt nicht still, obwohl es so aussieht. Der einzige Grund, warum du vielleicht einmal oben hier stehen bleiben kannst, ist, weil du vielleicht mal schauen willst, ja, wie ist mein Griff oder wie sind die Hände oder habe ich die Schlagfläche richtig bei einem Probeschwung. Aber wenn du einen dynamischen Schlag machen willst, würde ich dir empfehlen, niemals stehen zu bleiben. Das kann nicht funktionieren und es macht auch kein einziger guter Spieler, auch wenn der eine oder andere so aussieht, als ob er es machen würde. Ich würde dich bitten, dass du
dieses Video hier drüben als nächstes ansiehst. Das ist sehr interessant. Also bis bald. Tschüss.